Hallo Leute, heute wollen wir kontrollieren, ob diese Bias End of Month Rally eigentlich existiert und ob es noch funktioniert. Diese Bias ist bekannt auf US Stocks, okay? Und hier haben wir Min S&P 500 als Daten. Und unsere Entry-Regel ist eigentlich, dass wenn es Ende ist, das ist ein Input, noch fehlen bis Ende des Monats, dann steigen wir ein und wir schließen die Position am ersten Tag des Monats. Die erste Frage ist, okay, wie viele Tage vor der Ende des Monats sollen wir einsteigen. Und das zu testen können wir eigentlich nur von 2 bis 22 optimieren, um zu sehen, was besser funktioniert. Lassen wir einen Test laufen und wir haben hier unterschiedliche Ergebnisse mit dieser Chart. Hier geht es los. Sie können sehen, ganz klar, dass hier gibt es eine ganze Menge Inputs, die sehr gute Ergebnisse bringen. Und hier kommt auch was. Mit 5 oder 6 kann man noch gut arbeiten. Aber im Prinzip wäre 16 oder 21 oder 13 die beste Wahl. Lassen wir mal besser kontrollieren, was das bedeutet. Und starten wir mit den besten Ergebnissen. Hier 16, wie gesagt, war das Beste von unseren Tests. Und ja, $99.000 sind natürlich nicht wenig Geld. Das wäre unser Report mit der Equity-Linie. Okay, aber 98, wenn Min S&P gestartet hat zu handeln. Alles funktioniert gut. Aber was wir hier sehen, ist, dass es wohl gut aussieht, aber da wir als einzige Bedingung für unsere Exit am ersten Tag des Monats zu schließen, wenn der Monat zu Ende kommt, dann mit 16 Tagen vor dem Ende des Monats bleiben wir im Schnitt 15 Tage, 15 Bars im Trade. Ohne Stop-Loss, weil wir das nicht programmiert haben, ohne nichts. Und das ist eigentlich ein bisschen viel, obwohl man sehr gut verdient. Und hier, diese Kolumne hier, sehen wir eigentlich die Average Bars in Trade. Und da sieht man, wie es hier alle größere Zahlen gibt. Was für uns interessant ist, ist das hier. Hier mit nur 4 Bars in Trade haben wir ein sehr guter Net Profit. $73.000. Das ist wohl weniger als 99.000, aber wir bleiben auch nur 4 Tage im Trade statt 15. Also, das ist sicher besser, wie wir unser Geld nutzen und sicherer, weil wir weniger im Markt bleiben. Risiko gibt es, wenn man im Markt ist und wenn man nicht lange im Markt bleibt, hat man natürlich weniger Risiko. Das ist ziemlich einfach zu verstehen. Report in diesem Fall sieht so aus und das ist die Equity-Linie. Okay, die ist sehr ähnlich zu der anderen, aber ich kann Ihnen sagen, die ist besser und das sieht man auch hier beim Drawdown, wo es hier nur um $10.000 geht. Hier steht Euro geschrieben, aber das ist natürlich in Dollar, weil es amerikanischer Index ist. Und hier hatten wir fast dreimal so viel. Also ich würde ohne Zweifel 5 Tage als Input nutzen für unser System. Das ist also das System, gutes System. $284 als Average Trade ist sehr gut und alles sieht ganz gut aus. Mit $10.000 Drawdown. Jahr nach Jahr hat man gute Ergebnisse. Was ein bisschen was ein bisschen komisch aussieht, ist, dass in 98, sehr gutes Jahr generell, hat man hier Geld verloren. Und dann einige andere Jahre, das ist ja klar, das könnte wohl passieren. Und gucken Sie mal hier in 2019 hat das schon sehr gut gearbeitet bis jetzt. Was hier mir noch ganz nicht doch so klar ist, ist,
ob es eine Möglichkeit gibt, das zu verbessern. Und ich habe das eigentlich so gedacht, mit dieser Regel hier, wo wir genau dasselbe tun. Wir steigen 5 Tage vor dem Ende des Monats ein, aber nur, wenn die Close, letzter Tag, niedriger ist als Mittelpunkt vom vorherigen Monat Range. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich steige nur ein, wenn es ein Pullback gab vom letzten Monat. Wie hoch dieses Pullback, das ist mir egal. Ich nehme einfach Mittelpunkte. Das gibt nicht eine echte Optimierung, es gibt nur eine Bedingung. Es musste ein Pullback geben. Also, Close muss unter dem Mittelpunkt vom Range des letzten Monats sein. Die Kalkulation ist ziemlich einfach. Jetzt kontrollieren wir mal, wie das hier jetzt aussieht. Und die Ergebnisse sind sehr ähnlich. Wir hatten immer noch 70.000 sowas, ein bisschen weniger, 3.000 weniger. Aber gucken Sie mal her, Drawdown wird wesentlich kleiner. Das ist unsere neue Equity-Linie, die sehr gut aussieht. Sind wir also fertig? Ich würde sagen, nein. Am besten würde ich noch ein Stop-Loss nutzen. Es sind nur 5 Tage, aber 5 Tage kann schon sehr viel passieren. Dann nutze ich diese Stop-Loss-Regel. Ich werde Ihnen sagen, dieser Input ist 2. Also ich werde diese Bedingung ist, wir kalkulieren das Average True Range über 5 Tage und wir multiplizieren das bei diesem Input, my Stop. Dieses Bar since Entry Precise ist einfach, was wir am Tag vor dem Einstieg hatten. Also Sie müssen hier nicht denken, wie das programmiert ist, trauen Sie, das ist so. Und also, wenn wir einsteigen müssen, dann kontrollieren wir gerade, wie hoch das Average True Range von den letzten 5 Tagen war. Das multiplizieren wir 2 mal. 2 ist unser Input. Normalerweise nutzt man in der Literatur 3, nicht 2. Aber ich würde auch sagen, wir bleiben hier eine kurze Zeit im Trade eigentlich. Und 2 ist genug aus meiner Sicht. Mit dem Stop-Loss addiert zu unseren Regeln verdienen wir sogar noch ein bisschen mehr, aber haben ein kleiner schlechterer Drawdown, aber es ist natürlich immer noch gut. Und das ist die Equity-Linie. Und hier ist auch, was Jahr nach Jahr passiert. Sie sehen sofort, dass 98, was vorher ein Verlustjahr war, ist jetzt auch ein Gewinnjahr und nicht mehr in Verlust. Es gibt wohl noch einige Verluste, aber generell sieht die Situation sehr gut aus. Das bedeutet, dass dieses Bias funktioniert immer noch gut und ist einfach mit einigen kleineren Änderungen wie nach einem Pullback einzusteigen und mit einem Stop-Loss immer noch ein sehr gutes Setup. Das haben wir hier auf dem Mini S&P 500 getestet. Können wir auf dem Mid-Cap auch testen. Das ist ein anderes Future. Und dann sehen wir, ob es auch hier funktioniert. Scheinbar ja, nicht so toll wie bei dem MinSRP, aber immer noch gut. Aber das können wir auch zum Beispiel auf den Dow 30 Stocks testen. Mit für unser Test $50.000 pro Trade. Das ist natürlich meine Wahl, aber es kann auch mit anderen Werten getestet werden. Sehen wir, was auf den Dow 30 Stocks passieren würde. Hier kommt, okay, nicht schlecht, aber die Equity-Linie, die zeigt sofort, wie es aussieht. Hier ist natürlich die Zeit länger, weil die Stocks waren schon länger da. Mini S&P 500 Future kam nur ab 98. Die Regel funktioniert, das Setup funktioniert, End of Month Rally ist immer noch lebhaft und stark auf US-Stocks. Das funktioniert nicht unbedingt auf andere Märkte, muss man aufpassen. Fragen Sie nicht, ob es auf Euro, US-Dollar funktioniert. Können wir testen? Können wir sofort testen? Moment mal, ich erinnere mich niemals, wie
Das ist Euro FX Future, das ist wie Euro US Dollar. Das können wir sofort testen und vermutlich bringt das, ich wusste schon, bringt das nichts. Also, das ist ein Bias von den Stocks Market und ich würde noch etwas mehr addieren von den amerikanischen Stock Market, weil wenn wir das auf dem DAX Future zum Beispiel testen, dann finden wir immer noch Gewinne, aber die Situation sieht nicht so sauber aus. Das ist also sehr wichtig. Am besten nutzen Sie dieses Setup auf den amerikanischen Stocks-Märkten. Können wir auch direkt auf den DAX Stocks testen, auf den DAX Stocks, und da werden wir vermutlich auch nicht unbedingt die beste Equity-Kurve finden, weil das natürlich sehr ähnlich sein wird zu dem DAX Future. Gewinne gibt es, aber okay, die Equity-Linie sieht sicher nicht so gut aus. Also am besten nutzen Sie dieses Setup auf den amerikanischen Stock Market. Das war's, Leute. Haben Sie Fragen? Haben Sie das mal getestet? Haben Sie das mal gehandelt? Schreiben Sie bitte im Kommentar rein und abonnieren Sie zum Kanal, das ist ja klar. Wir treffen uns dann nächste Woche wieder mal mit neuen Ideen zum Handeln. Ciao, ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.